Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Telio City. Dies ist nur ein sehr kleines Video, in dem ich euch nochmal zeigen möchte, wo können wir denn diesen Dialog aktivieren, damit unsere Dateien nicht direkt in den Papierkorb wandern, wenn wir aus Versehen auf die Entfernen-Taste kommen oder diese Datei aus Versehen mit Löschen in den Papierkorb verschieben. Standardgemäß zeige ich hier einfach Datei markiert, Rechtsklick, Löschen und zack, sie ist hier im Papierkorb. Ich stelle die ganze Datei jetzt nochmal schnell wieder her. Zack. Und sie ist da. Wenn wir jetzt allerdings mehrere Dateien haben und diese müssen wir alle später wieder aus dem Papierkorb heraussuchen oder der Papierkorb ist sowieso schon sehr voll und wir müssen die Dateien da erst suchen gehen, ist dies ziemlich aufwendig. Und diesen Dialog können wir ganz einfach wieder aktivieren, habe ich damals auch schon bei Windows 8 gezeigt. Einfach einen Rechtsklick auf den Papierkorb, Eigenschaften und dann Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs anzeigen. Einfach das nochmal angewählt. Okay, jetzt möchte ich nochmal meine log.ip.txt-Datei löschen, sage löschen. Und hier kommt wieder unsere Abfrage, ob wir die Datei wirklich löschen möchten, ja oder nein. Mit Ja verschieben wir das Ganze natürlich in den Papierkorb, mit Nein passiert nichts. Gut, das war's dann auch eigentlich schon soweit. Bei weiteren Fragen ab in die Kommentare damit. Für die Leute, die kein YouTube- bzw. Google Plus Account haben, schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Link zu meiner Facebook- und Twitter-Seite. Dort könnt ihr mir auch sehr gerne Fragen stellen. Wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, klickt kostenfrei auf den Button Abonnieren, liked meine Facebook-Seite oder folgt mir auf Twitter. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.